wir schauen jetzt mal. Und da das ein bisschen dauert jetzt mit dem Schauen, schalte ich euch jetzt kurz weg und ihr seht dann, wenn wir wetten gehen oder wenn wir uns wieder hinsetzen. Also bis gleich. So, hier könnt ihr jetzt auch mal die Pferde sehen. Bisschen näher. Wir gucken die uns jetzt an, wer vielleicht sogar gut läuft. Die 3 läuft, finde ich, echt gut, der Netz. 7 gefällt mir. Echt? Ja. Okay, so. 3 und 7. Wir haben jetzt kurz geguckt, ihr habt die Pferde auch gesehen, also die 7 läuft wohl gut, ich habe es jetzt nicht ganz sehen können, aber ich finde die 3 läuft auch super, deswegen wetten wir jetzt, ich wette auf die 3, sie auf die 7 und dann schauen wir mal. Da läuft dann eine 3. Also. Oh, die 8. Schatzi, ich glaube, ich nehme doch die 8. Also. Die 8 und die 3 wird. Ja. So, dann gehen wir jetzt nochmal wetten. Gehen wir nochmal hin. Und belästigen die junge Dame nochmal. Und dann hoffen wir, dass. Willst du bei deinem auf Sieg oder auf Platzierung? Ah, wir haben die Dings noch nicht gesehen. 3 ist bei mir. Die Dreierquote, nur damit ihr es wisst, ist 121 und die 8er. 8 wolltest du? 53. Ja? Okay. Also. Dann schauen wir mal. Willst du auf Sieg wetten? Ich überlege. Was willst du machen? Sieg oder Platz? Sieg, oder? Mach auf Sieg. Wie gesagt, dein Pferd ist echt schnell unterwegs. Ja. Und ich werde auf Platzierung erstmal machen. Und dann mal schauen, was rauskommt. So, we decided. Yes. Platz? Sieg. Platz, sorry. Ja. Änderung Nummer 3 für Platz. Nummer 4? Platz? Ja. Das erstmal Ende? Ja, mach 50. Kronen? Ich habe 50 klein. Oder gib einen 100er. Ja. So, Endung Nummer 8. So, ich habe jetzt hier meinen ersten Wettschein abgeholt. Sie holt jetzt ihren noch, hab natürlich auch das Restgeld noch in der Hand. Und dann sehen wir mal, wer gewinnt. Du hast auf Sieg gesetzt? Jo. So, ich habe auf Platzierung gesetzt, sprich, wenn mein Pferd Erster, Zweiter oder Dritter wird, dann habe ich gewonnen und krieg. Sie hat auf Sieg gesetzt, sprich, wenn ihr Pferd Erster wird, dann hat sie gewonnen. Wenn es Zweiter oder Dritter wird, dann gar nicht. Sie kriegt halt dafür mehr Gewinn, wenn ihr es gewinnt. Wenn meins natürlich jetzt Erster wird, krieg ich trotzdem nicht mehr Gewinn, weil ich natürlich nur auf Platzierung gesetzt habe. Wir setzen uns jetzt natürlich wieder auf unser netten Platz und sehen uns dort wieder. Viel Spaß. Und er kommt upp för att passera 500 Meter, har passerat dessa i trakterna kring 17. Ni ledare då med nummer i form av nummer 2 Palio Pride. Fortsatt som första häst i andra spår nummer 8 Spinner i ring på ledaren 3 Mon Falcone. I dennes rygg 4 Stance to Reason, i dennes rygg 5 McLean. Oder? Vi ser som andra häst i andra spår. Du har stått i 8, nej, det 8 var, jag tror, dritta. 6. Vi ser som 3 på innerspår nummer 4 Stance to Reason, i dennes rygg 5 McLean. När vi ger oss in på slutrundan så är det nummer 2 Paleo Bride i ledningen på utsidan 8 Screen Knight. Fortsatt i rygg på ledaren nummer 3 Mon Falcone. Vi ser som fjärde häst nummer 4 Stance to Reason i den rygg 5 McLean. Fortsatt grepp för invändningen nummer 2 Paleo Bride. Snabb avslutning långt ut i banan utav nummer 1 Countdown. När det invändigt 2 Paleo Bride. Oh, die 1 zieht. Ah, okay. So, wir sind jetzt nochmal unterwegs zum Wetten. Haben gerade bei dem letzten Male wohl nicht gewonnen, keine Ahnung. War ein bisschen verwirrend, weil hier die ganzen Traktoren gefahren sind und wir die Gewinnauskunft nicht gehört haben. Richtig. Wir gehen jetzt noch mal wetten, weil Jasmin wollte unbedingt auf das Pferd wetten, was sie vorher ja schon gesehen hat. Weswegen wir ja wussten, wie man überhaupt erkennt, hat ihr ja gerade noch gesehen. Wer dran ist. Richtig.
Und jetzt gehen wir nochmal hin, schauen uns die Pferde gleich nochmal an, bevor wir wetten. Und wetten dann auch. Ne? Genau. Und dann mal sehen. Wie gesagt, ich glaube, wir beide haben gerade bei dem letzten Rennen, wo wir gewettet hatten, nichts gewonnen. Das werden wir aber auch gleich nochmal sehen. Also du zumindest sowieso nicht, das weiß ich. Sei nicht so gemein. Aber er hört mir nichts. Du hattest auf Sieg, deins war nicht auf Sieg. Also deins war nicht erster. Ja. Laufen wir gerade nochmal hin. Und sehen uns da. Also viel Spaß. Bis gleich. So, Jasmin gibt jetzt kurz unsere Scheine ab und dann gucken wir uns gerade die Pferde an, die jetzt gleich laufen und wetten dann auf jeden Fall nochmal. Also, wir sehen uns gleich. Genau, wir sehen uns gleich. So, wir haben uns jetzt entschieden, wir haben die Pferde angeguckt. Jasmin nimmt wirklich die 10, wie es auch vorher schon besprochen war. Ich werde die 7 nehmen mit der allerschlechtesten Quote, weil die gar nicht so schlecht läuft. Und ich nehme auf Platzierung, sprich erste, zweite, dritte wieder. Und mal sehen, ne? Die hat eine Quote von 999, die 10 hat eine Quote von 25, ne? Also schon ein bisschen höher. Wir holen jetzt unseren Wettschein ab und dann sehen wir uns. So, jetzt sind wir schon wieder hin zum Dings, zur Gewinnausgabe. Mein Pferd mit der hohen Quote hat leider nicht gewonnen, aber Jasmin, ihres hat den ersten Platz gemacht. Sie hat auf Sieg gesetzt. Sie hat 150 Kronen gesetzt. Mal sehen, was sie rauskriegt. Es hat halt nicht ganz so die hohen Quoten, aber wir werden es jetzt sehen. Also. So, ihr Lieben, ich habe 430 Kronen gewonnen. Bei einem Einsatz von 150 Kronen ist das fast das Dreifache. Ist ein super Gewinn. Ja, bei der geringen Quote war es auf jeden Fall schon echt nicht doof. Top. Richtig. Wir warten jetzt natürlich, die nächsten Runden spielen wir nicht mit. Wir schauen mal, wie die nächsten Runden sind. Genau. Wenn wir ein Pferd sehen, was wirklich super läuft oder so, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal wetten. Ja. Aber wir werden es uns erstmal angucken. Ich möchte ja natürlich auch immer ehrlich bleiben. Ich habe keine 430 Kronen gewonnen. Stimmt nicht ganz. Ich habe nämlich mit meinen Eltern gemeinsam aufs gleiche Pferd auf Sieg gesetzt. Das heißt, mit drei Leuten jeweils 50 Kronen, also 150 insgesamt. Das heißt, ich muss das Ganze noch teilen. Aber das macht ja nichts, ne? Genau. Gewinn ist Gewinn. Jo. Und dann ist das doch bisher ein spaßiger Tag und erfolgreich. Ja, Taschengelderhöhung im Urlaub sozusagen. Ist doch toll. Ja. Ne, also. Wir sehen uns später. Genau, viel Spaß bei den weiteren Rennen. Genau, ciao. Alter. 9? Nee. Wir müssen die nächste Runde abwarten. Da sind noch ein paar. Passierungen und wieder Lauf 7. Die 3. Der Sieger Nummer 11 war Trotzindy. Und hier waren die Vorlöts für die 4. Vor Nummer 15 Anneros Kord. 22,4. Sieger Nummer 1 Ida Morgan 24,5. 4 blev nummer 14, Torka Niklas 22,6. 5 nummer 10, Joker CK 23,6. Hej! Ett hundra på nummer 5. 5? Ja. Som vinnare eller plats? Plats. Tack! Nej, det är en... So, wir haben jetzt nochmal gewettet.
sind bei Rennen Nummer 8. Ich habe die Nummer 5 genommen. Ich die Nummer 3. Sie die Nummer 3, die laufen eigentlich echt super gut, haben aber auch trotz dessen eine ziemlich hohe Quote, was natürlich immer ganz gut ist. Und wir werden sehen. Ihr seht das Rennen jetzt. Du hast doch Platz, ne? Via tredje spår och får också överta ledningen. Ny ledare i form av nummer 11, Notre Dame Broline. På dennes utsida ser vi nummer 10, Ivan. I rygg på ledaren då, nummer 5, Ekas Fighter. Som andra häst i andra spår, nummer 7, Boozer Artist. I dennes rygg, nummer 6, Dats Soveriano. Då har vi ännu ett ledarskifte då, nummer 10. Ivan tar över ledningen, har passerat 1000 meter på tiden 1.12,8. 10, 7, 11, nej. I ledningen nummer 10, Ivan, som ska ge sig in på slutrundan, har på utsidan nummer 7, Boozer Artist, som andra häst i andra spår, nummer 6, Dats Soveriano. I dennes rygg, nummer 4, Bransby Sweet Kiss. Vi ser som fjärde häst i andra spår, nummer 3, Can't Stand Still. Med Dennis rygg nummer 13, Thompson. Till har lämnat nummer 6, Dats Soveriano, en bit bakom. Dina ersta. I ledarspår provar nummer 13, Thompson. Vi har inåt mål, Per Nilsson, tillsammans med nummer 3, Can't Stand Still. Meine Zinus hinter. Ganz nicht fassen. Warum hab ich so viel Glück? So, das Rennen habt ihr gerade gesehen. Nummer 5 ist leider ziemlich weit hinten gewesen, das war mein Pferd. Nummer 3 allerdings schon wieder ein Sieg. Sie hat allerdings auf Platzierung gewettet, also nicht so ein hoher Gewinn. Trotzdem irre, dass ich so viel Glück habe. Also wir werden es jetzt sehen. Genau. Also schauen wir mal. Sie holt jetzt ihren Gewinn ab und wir schauen mal, ob wir nochmal wetten oder ob wir eben nicht nochmal wetten. Müssen wir mal die Pferde angucken. Hab jetzt dreimal gewettet, dreimal leider nichts geworden, aber nun gut, ist halt letztendlich doch ein kleines Glücksspiel und bei einem Glücksspiel kann man nicht immer gewinnen. Sie hat halt einen Vorteil von ihrem Beruf her, da sie die Pferde sieht und schon sagen kann, welches Pferd definitiv raus ist, welches Pferd nicht so gut läuft oder welches Pferd gut läuft. Das ist halt, ne, muss man nicht sagen, das ist halt schon ein kleiner Vorteil. Aber wie gesagt, da hat sie mir ja gerade auch geholfen. Mein Pferd wurde es leider nicht. Aber beim nächsten Mal vielleicht. So, da schauen wir mal. Ich habe 530 Kronen gewonnen, Leute. Sie hat bei dem Bennen auf Platzierung gesetzt und hat 530 Kronen gewonnen. Sie hat ihren Gewinn verzehnfacht. Oh mein Gott. Sie hat ihren Gewinn verzehnfacht. Und das nur auf Platzierung, nicht Sieg. Oh mein Gott, hätte ich bloß auf Sieg gesetzt. Ganz ehrlich. Hätte sie auf Sieg gesetzt, dann wäre das sicherlich nochmal das Doppelte oder noch mehr. Ne, wir gucken uns jetzt die anderen Pferde nochmal an und wetten vielleicht nochmal. Oh, das war halt wirklich, siehst du, du hattest eine Quote von 300. Ne, 430 stand am Ende, glaube ich, dran. Ne, du hattest 300. Bei mir, ich hatte fast 500. Okay. Deins war die Nummer 3 mit 300. Wie ihr seht, manchmal hat man auch Glück. Sie hat jetzt schon einen Gewinn gemacht von fast 700 Kronen. Ja. Oh mein Gott. Also wir sehen mal, was noch läuft. Viel Spaß mit den Rennen. Aber die 7 war auch wirklich. Die 7 war klasse.
11 ekipage bakom startbilen svingar. De kommer nu ur svängen och har 100 meter till start. Detta med nummer 2 Barkivius Lingo i ledningen har på sin utsida nummer 5 Final Jam som Andreas de andra spår nummer 4 El Salvador i dennes rygg nummer 6 absolut bäst. 2, 5. Och den är nummer 10 Alone Man ST. I rygg på ledaren nummer 3 Tinta Barocca som tredje spinnerspår nummer 1 Likeable Heldia. Men med klart grepp om det hela Björn Goop 4 El Salvador. 4. Jag har gesagt 4. Ich bin gut. Die 7 ist ziemlich weit hinten. Tredje dagssegern 12 Yippie Schick. 12. Vier ist auch weit vorne. Ja. Disqualifizierer Best Nummer 11, Beauty Cash, Mikael J. Andersson. Schade. Der ist lang. Oh mein Gott. Ich bin Nummer 11. Ja. Und 100 Kronen für Platz für Nummer 6. Nummer 6? Ja. 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 Hast du auch 100? Hättest du auch 1000 da geben können. So? Ja. Taxi. So, wir haben jetzt nochmal gewettet bei dem allerletzten Spiel für heute, bei dem allerletzten Rennen. Und schauen mal, wir haben beide jeweils 100 gewettet. Ich auf die Nummer 6. Jasmin, genau, Jasmin auf die Nummer 1. Und wir schauen mal. Genau, ihr werdet also, gleich sehen. Bitte die Daumen für die Pferde Kikas Dream und Sisi Noblogostino. Richtig, also ihr seht das Rennen dann jetzt. 2. Schau. Från startfollan nummer 1 Keepers galopperar det snabbast från 20 follan 6-7 Space Flirt i 8 Golden Week med där på innen även nummer 1 komma de 6. Vi ser som femte häst nummer 3 Kinon Satt uppstart är det för 4 andra i Scream kommer upp för att passera 1000 meter och klockan stannar på 1:18,0. Ett Keepers Dream ger sig in på slutrundan. Har utvändigt om. Fortsatt invändigt nummer 1 Keepers Dream. Upp på utsidan nummer 5 Neo Southwind. Fortsatt grepp för invändiga nummer 1 Keepers Dream. Då kommer nummer 5 Neo Southwind. Oh. En längre ut nummer 2 Turbulence. Goop avslutar dagen med nummer 5 Neo Southwind. So, wir sind jetzt vom Schalter vom letzten Rennen. Ich habe wieder nichts gewonnen, aber Jasmin hat natürlich doch noch wieder gewonnen. 262 Kronen noch einmal. Genau. Da ist jetzt schon fast bei 1000 Kronen, was er heute gewonnen hat. Ja. Echt super. Wir fahren jetzt auch gleich nach Hause. Mal gucken, werden vielleicht noch eine Kleinigkeit essen oder so. Deswegen, ich werde den Vlog für heute beenden. Wird nicht mehr viel zu sehen sein. Wir fahren jetzt heim, werden wahrscheinlich noch die ein oder andere Runde spielen, was essen und dann geht es auch schon ins Bett. Genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen für weitere Videos, ein Like da lassen. Genau, und Kommentare auch immer willkommen. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.